Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Rogue. Jetzt haben wir noch im krassen Ladesequenzen-Dings. Die Erinnerung scheint fragmentiert. Wie viel Zeit ist vergangen? Ein paar Monate. Oh Gott. Der Virus stört den Zugriff auf ganze Erinnerungen. Sie sind völlig durcheinander. Der siebenjährige Krieg wird sehr bald ausbrechen. Achtet auf die Einmischung der Assassinen. Das werden wir. Okay. Nicht wahr, Strohkopf? Ja, natürlich. Alle Segel! Also, es ist Monate vergangen. Über der Heimstatt, da Miss Abigail und Connor von uns gegangen sind. Oh nein, nicht Connor. Ich sah Achilles weinen. Warum auch nicht? Er sieht nicht traurig aus. Er sieht wütend aus. Verwirrend. Ja, Feuer! Also mehrere Monate sind vergangen, wir sind immer noch am gleichen Platz. Okay, cool. I guess. Ich will das Scheißschiff mal einfach nehmen, oder? Aha, voll in den Arsch gerammt. Warum kriegt denn das so gut wie keinen Schaden? Was ist denn los? Ja. Dankeschön. Ja, ich möchte das bitte entern. Er kämpft um den Verlust. So wie wir. Oh, ich kämpfe, weil mir gerade langweilig ist. Ich komme. Gleich bin ich da. Guck mal, ich habe sogar Pistolen gefunden. Alter, geht das noch langsamer irgendwie? Warum haben wir keine Kanonen mehr? Kann man diese später wieder dazu kaufen? Kann ich die Kanonen hier bedienen? Ne, die leuchten ja auch gar nicht. Nun, das macht das Internium einiges witziger, habe ich gehört. Peng. Danke für Random Slow Motion. Einmal bitte nachladen. Lade, lade, lade. Peng. Ja. Aber ein Pulver fast. Ja, ich bin blind. Ach komm. Oh ja, ja. Hey, was ist mit ihm los? Geil, dem geht's gar nicht gut. Wie geil ist das denn? Da links in der Ecke, Alter. Oh, er hat aufgehört, schade. Jetzt muss ich mich aufs Kämpfen konzentrieren. Alter. So, sonst noch jemand? Ach ja, Ragdolls sind immer wieder lustig. Ihr seid jetzt meine Knechte. Schiffentern, ich glaube, das schreibt man nicht zusammen, aber das ist mir eigentlich auch scheißegal. Ausschlachten oder reparieren? Naja, wir müssen mal repariert werden. Naja, so sieht's aus, ne? Ihr kleinen Sackratten. Weiter geht die wilde Fahrt. Das ist Monate her. Und wir suchen nach einem verfluchten Manuskript und einer Schatulle. Der Chasseur hat eine Spur zur Schatulle. Wir treffen Chevalier und ihn in St. John's. Chevalier auch? Das erheitert mein Gemüt nicht gerade. Meins auch nicht. Bereit, bereit! Oh! Dieser Rauch! Ja, ist doch gut. Ich habe es gesehen. Ich habe es zur Kenntnis genommen und mich dazu entschieden, das zu ignorieren. Oh ja, zeig mir deinen geilen Arsch, Baby. Alles oder nichts. Aber gut, dass man diese Reisegeschwindigkeit jetzt auch im Kampf machen kann. Das ist, weiß ich nicht. Ganz okay, glaube ich. Ja, ich brauche stärkere Kanonen, aber... Bei mir rede ich mir ein, dass mehr Rumpf und sowas erstmal besser ist. Haha. Ja, aber ich habe mir keine Breitseite gezeigt. Ja, kriege ich ja nochmal. Peng. Rammen habe ich viel zu selten benutzt in Black Flag, ne? So, dann rendern wir sie mal. Als Achilles sagte, der Besitzer der Artefakte habe Zugang zu Orten großer Macht. Was meinte er? Ja, schade, dass wir das nicht erfahren werden, weil wir jetzt erstmal entern müssen. Ich meine, eventuell schaffen wir das. Das fühlt sich irgendwie falsch an ohne Kanone, ne? Na, wann ist das Fass erreichbar? Das Fass ist erreichbar. Hat Bums gemacht und kaputt gegangen ist es. Gut, dass ich ja wie... Weiß ich nicht, wer oben stehen kann und die mich nicht treffen. Ob das wohl irgendeinen Unterschied macht, ob die da an dem Seil nagen oder nicht. Wir werden es niemals herausfinden.
Attacke. Nein, die haben es kommen sehen, verdammt. Ich frage mich, ob dieser Sackgesicht mit der Perücke da immer noch so nervig ist wie im anderen Teil. Irgendwas verrät mir, dass es so ist. Aber das ist schwierig herauszufinden hier in dem ganzen Getümmel. Eine Attentatsserie, irgendwas. Okay, cool. Oh, ich hab vergessen. Ich hab vergessen zu kontern, das ist nicht gut. Danke, dass du gestorben bist. Bevor ich gestorben bin. Der hat ja gerade mal den Orgasmus seines Lebens bekommen. Naja, ihr seid jetzt alles mein. Ja, haben wir doch gar nicht gesehen. Ja, reparieren das. Nee, komm, ausschlachten. Bisschen Kohle kannst du immer gebrauchen. Segel setzen. Drei Verbesserungen. Ich weiß nicht, ob ich es selbst verstehe, Shay. Ich sprach lange mit Adawale darüber. Er glaubt, die Vorläufer-Schatulle erzeugt, nun, Wörter oder Bilder. Eine Laterna Magica? Was meint ihr? Die magische Laterne, die Vater Connolly einst in der Kirche aufgestellt hat. Im Innern war eine Kerze, glaube ich. Vorne steckte eine kleine Glasplatte. Dann wurden helle Bilder an die Wand geworfen, wie römische Kathedralen. So nah, als wären sie echt. Ah, ja. Ui. Ich denke schon. Nur, dass sie auch die seltsame Sprache des Manuskripts übersetzt. Wäre auf der Platte ein Spruch in Latein, erschien er in Englisch. Wie ist das möglich? Wer weiß. Ich fürchte, wir werden niemals verstehen, wie die Edensplitter funktionieren. Sei mal nicht so negativ. Wo in der Welt gibt es die hübschesten Mädchen? Bei mir. Das hängt davon ab, was ihr unter Schönheit versteht. Oh, das. Eine Maid von Korfu unterscheidet sich von einer aus Oslo wie Tag und Nacht, aber schön sind beide. Seht ihr, Ansichten wie diese verleihen einem Mann den Ruf von Weisheit. Ja, danke. Ich hätte Havanna gesagt. Die Mädels dort haben üppige Hintern und Busen. Scheuen sich nicht, sie jedermann zu zeigen. Aber das ist jetzt aber sexistisch. Die Damen unserer Heimat. Ich nehme kann's an. Wie kann es sein, dass das nicht rausgepatcht wurde? Schön und bescheiden. Immer bereit, dir einen Penny zu leihen. Für ein Ale. Sag bloß. Und dann die Frauenzimmer, die ich in Lissabon traf. Für das Kloster bestimmt waren sie. Schwarzäugig und immer frohgemut. Könnte ich doch Portugiesisch. Nicht, dass wir des Nachts viel geredet hätten. Solche Ansichten geben einem Mann ein ganz anderes Renommee. Irgendwie will ich das Schiff entern, aber Stufe 49, weiß ich nicht. Fühle ich gerade nicht so. Interessante Gespräche. Ich meine, dass das Spiel noch nicht gecancelt wurde, ist schon erstaunlich. Aber gut. Darf ich hier looten gehen? Dann gehe ich mal kurz hier looten, ne? Macht ihr da hinten mal Krieg? Ist nicht weiter schlimm. Ich hab da hinten Schatzsuchen gesehen. Und die Mörsergranaten, die fallen immer noch aus dem Himmel. Das finde ich auch so gut. Wäre ja auch blöd, dass, wenn man das richtig berechnen müsste. Das geht ja nicht. Ui, Eiswasser. Eiskaltes Wasser für den Nerdzeitschaden. So, wer hätte das gedacht? Das haben wir ja Neujahr nicht gehabt. Ne? Ja, ich gehe ja schon raus. Ich meine nicht so mädchenhaft. Holz. Mensch, das ist ja gut. Endlich ein bisschen Holz. Ja, bitte fallen lassen, danke. Du sollst nicht pfeifen, du sollst diese Scheiße hier öffnen. Was hat man davon, dass man jeden Scheiß auf die leere Taste legt? Hallo, ich möchte dich einmal öffnen. Es ist irgendwie schwierig zu sehen, was man so bekommt. Ich meine, wenn da immer echt nur Steine bekommt. Das ist schon ein bisschen beschissener Loot, muss ich ja mal gestehen. Aber na gut, vielleicht sind Steine auch einfach mittlerweile die raste Ressource, die es gibt auf der Erde. Man weiß es ja nicht. Hui. Ich komme zurück an Bord. Bitte begeht noch keinen Massenmord. Ja. Haben die Franzosen gewonnen da drüben? Bin wieder da. Hoffe, ihr habt mich nicht vermisst. Öffne gleich was ganz anderes. Der Chasseur wird uns erwarten.
Und der Chevalier. Oh, ein kleiner Preis für eine Spur zur Vorläuferschatulle. Findest du? Ort ansehen. Oh, das war meine Lehne. Er kommt ein bisschen spät mit euren Shanty. Also, ich meinte Shanty. Raus aus dem Wind. Wo sind wir? Ach, guck, guck. Schreiten Sie in der Geschichte von St. John's. Oh mein Gott, hier gibt es ja noch ziemlich viele Sachen. Ob wir die noch machen werden? Na, man weiß es nicht. Man munkelt nur, aber da hinten ist eine Shanty. Die muss ich einsammeln. Yeah, Shanty. Ich habe sie geschändet und sie hatten mich angenommen als ihren Herren. Und einmal Wohlstand. Geil. Da hinten unten stand jetzt für eine Nanosekunde, dass irgendwas erhöht wurde. Gut, dass man Zeit hatte, es zu lesen. Ach so, ich dachte, das wäre ein... Oh, okay. Ich dachte gerade, das wäre ein Lift gewesen. Da war es ja auch indirekt. Ach ja, hier gibt es noch einmal Munition. Ui, Mann. 4 fucking Kugeln. Ist ja nicht wahr. Vor Beginn dieser Mission sollte das Schiff aufgerüstet werden. Sollte es das? Willst du mich jetzt bedrohen, du Arschloch? Ja gut, mal gucken. Das war der falsche Knopf. Ich hasse mein Leben. Rumpfpanzerung. Ne, wir haben noch nicht genug Holz. Natürlich auch ein bisschen scheiße. Aber wir könnten uns 2 weitere Kanonen holen. Was ist das für ein Scheiß? Zum Betäuben von Gegnern. Ja, da hat ja Google-Übersetzer eine ganze Arbeit geleistet. Ja, komm, da holen wir uns ein paar mehr Kanonen dran. Oder? Ach, in Geschäften erhältlich. Okay, dann muss ich also doch zum Geschäft gehen. So, so ist das also. Sammeln wir mir noch das Fragment ein. Lande bitte im Wasser, danke. Mal gucken, ob wir unser tolles Schiffchen hier aufrüsten können. Na, ich meine, können wir wahrscheinlich, aber, ne. Ansonsten muss ich etwas grinden. Oh, hast du einen eigenen Shop? Ich bin schon drin. Warum hat er einen eigenen... ein eigenes Interieur? Ist er so wichtig? Steine. Renovierung von Gebäuden. Achso. Ich verstehe. Dann sollten wir wohl das nicht verkaufen. Nein, ich wollte das nicht verkaufen. Danke. Es ist natürlich der Händlerhändler und nicht der Schiffshändler. Das ist natürlich cool. My gratitude. Godspeed. Godspeed. Ich suche die Hafenhure. Gibt es hier eine? Als ob es hier keinen Hafenhuren-Typen gibt, ey. Ich glaub's ja nicht. Synchronisieren wir mal. Oder ich muss das halt in der Kapitänskajüte machen. Das wäre natürlich auch cool. Husch, husch, husch. Sieht lustig aus. Naja, lass mich mal im Tor klettern hier. Vor eurem wunderschönen Leuchtturm. Ups, wo geht's denn hier weiter? Hilfe. I'm so verwirrt. Okay, cooles Geräusch. Ach komm, tu doch nicht so, als ob du noch nicht hoch kannst. Ja, noch ein Stück. Oder ist auch wieder Wohlstand. Da hat jemand hingewohlstandet. Ja, bitte nicht runterspringen, danke. Ui. Ach, das ist aber ein nettes kleines Dörfli. Kriegt man direkt Lust, Minecraft zu spielen. Gib mir deinen Wohlstand. Geilo. Okay, gibt's hier einen Hafenficker? Es gibt hier keinen Hafenficker. Es ist ja... Da träumt ja der Führer von. Ja. Okay, ich dachte, er springt ins Wasser.
5 Aussichtspunkte synchronisiert. Yay, bin ich cool. Gut, dann probier es mal in der Captain Kajüte. Wenn es auch noch nicht geht, ja, dann ganz ehrlich, ne? Hast du's? Oder brauchst du noch ein bisschen? Ich will dir ja alle Zeit der Welt geben. Schiff aufrüsten. Also geht's doch hier. Verstehe. Ne, warte mal. Hier kann man das auch besser sehen, was man sich leisten könnte. Nur, dass die Menüführung ja auch scheiße ist. Ja, Stauraum juckt, glaube ich, nicht so. Harpunen sind auch gerade eher uninteressant. Ja, komm, holen wir uns mehr Kanonen. Let's go. Geilo. Mehr können wir uns eh nicht leisten, oder? Ne. Kein Geld und keine Materialien. Naja, Metall und Holz müssten wir mal die Augen offen halten. Mal sehen, ob ihnen das reicht. Wahrscheinlich nicht. Hervorragende Bestückung und Kanonen. Ach, das schon wieder. Ja, das habe ich mal eben geskippt für euch, weil, ja. Greift ihr aufs Horn mit dem Cheat-Menü. Wow, geil, Cheat-Menü. Ist das bestimmt wieder genauso cool wie das andere? Ist das bei Optionen? Nee, wo ist denn die Scheiße? Beenden Datenbank. Ist das Datenbank? Nee, jetzt bin ich doch irgendwie neugierig, was man da machen kann. Ah, Chits. Unsterblich, wow. Das ist ja wirklich mal sinnvoll. Vielleicht haben wir endlich Munitionsreserven. Okay. Ja gut, dann nächste Challenge, das Spiel durchspielen, ohne es zu beenden. Ja gut, weiß ich jetzt auch nicht, was ich davon halten soll. Es ist zwar nett, dass es da ist, aber ich meine, wenn du nicht speichern kannst, dann komm an, warum überhaupt einbauen? Vor Beginn des Personen, ja, ist mir scheißegal. Probieren wir es aus, wenn ich Pech hab. Was ist mit eurem Schiff? Es kaputt? Gab ein winziges Scharmützel. 3 Schiffe habe ich ins nasse Grab geschickt. Die Gerfaut wäre beinahe gefolgt. Und da ging es euch besser, Le Chasseur? In der Tat. Ich habe erfahren, dass dieser Samuel Smith überall nach Antworten gesucht hat, um die Funktionsweise der geheimnisvollen Schatulle zu ergründen. Er ist aus Europa zurück. Wo ist er jetzt? Macht seinen Schoner flott. Wenn ihr euch eilt, trefft ihr ihn noch dort. Ach, wisst ihr noch die Baupläne? Nun, ein Ingenieur baute diese Wunderwaffe für euer Schiff. Master Packels Gewehr feuert schneller als eine Artilleriebrigade und aha, doppelt so schnell. Vielen Dank. Nett. Nur das Beste für meine guten Freunde. Der wird uns sowas von hintergehen. Aber geil, jetzt haben wir diese komische Artilleriekanone. Ui. Die Seitenkanone, ich verstehe. Puckelgewehr auf Schwachstellen. Ach so, das ist das. Okay, ich verstehe. Shift halt. Ich hoffe, das ist Shift und nicht fucking Caps Lock. Aber nee, Caps Lock ist der Fall nach unten. Das wäre natürlich schon lustig. Alles klar. Ich begleite euch auf der Reise. Das ist nett, aber ich muss dich leider enttäuschen. Denn ich mache jetzt mal einen kleinen Cut, weil das sieht so aus, als ob da mitten in der Action einen Cut zu setzen scheiße wäre. Darum mache ich hier ein, nicht wahr? Wir sehen uns zunächst bald wieder. Bis dahin. Tschüss.